Revuhr macht Wuff? Wie Wuff? Ja, du kannst, wir können los anfangen. Alles klar, alles klar, alles klar. Auf geht's. Braucht ihr noch Erde? Soll ich noch welche mitbringen? Wie bitte? Maddy, mach Hände jetzt, wir müssen die rein, es wird dunkel. Achso. Ich hab's geschafft. Ich bin so stolz auf mir. Hier, kommt ihr noch mit, bevor es dunkel wird? Ich will hier noch schnell euch zeigen, was ich meinte. Ich weiß, das wollt ihr erst ein andermal besprechen. Ich möchte es einfach nur abklären, weil dann kann ich hier schon mal ein bisschen Erde und Sand wegnehmen. Hier, genau hier gegenüber ist so das Haupthaus. Dann könnte man ja da in die Wand ein Tor reinmachen. Weil, dann könnte ich hier schon ein bisschen was wegnehmen, weil ich brauche jetzt Sand für mein neues Haus. Und ja, tu das. Also du kannst es auf jeden Fall, du kannst es auf jeden Fall begradigen. Bis wenn du jetzt die Nacht durcharbeitest, dann ist das kein Problem für uns. Wir müssen weg. Slap, tschüss. Oh, es wird schon ganz schön wirklich finster hier. Meine Frage, wir hatten vorbesprochen, dass wir noch ein paar Fackeln aufstellen. Hat das schon jemand gemacht? Nee, wir mussten... Oh nein! Oh. Ich hasse es, echt, ohne Scheiß. Moment, um darauf anzuworten, muss ich hier auch... Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe leider nichts verstanden. Ich habe eigentlich mit leerem Mund gesprochen. Nein, nee, das war auf Medi bezogen. Ja, nee, wir hatten noch keine gesetzt. Weil wir mussten ja akut Sterbehilfe bei Medi leisten. Sterbehilfe, Arschloch. Die dritte Spitzhacke im Diamant ist auch noch nicht wieder zurück. Also, Rivo, ganz ehrlich, der Mitschnitt sieht bei Regen so furchtbar aus, da kriegst du ja Augenkrebs, dass sich das jemand überhaupt antut, ey. Boah. Das ist echt hardcore mies. Der Mitschnitt? Ja, das Revue macht halt. Guck dir den mal an, wenn es regnet. Alter. Na, da kommt das Live-Encoding halt nicht so mit. Ja. Deshalb gehe ich ja hier ins Haus. Und guck mir die Bücher an. Oh. Das ist schön. Das ist gut, das ist gut. Ich hab dir da an der dritten Reihe von oben links da einen neuen Comic reingelegt. Haha. Wieder eins mit netten Bildchen? Mit was? Genau. Ich kann das leider nicht verstehen, wenn ihr alle am Essen seid. Sind wir gar nicht. Während das ist schweres Wasser. Ich bin nicht mehr am Essen, ich bin fertig. Ich trinke jetzt weiter meinen Melonentee. Melonentee. Mit ganzen Früchten. Hier hat irgendjemand Glowstone reingesetzt und eine Erde. Muss das so sein? Es war nicht genug Glowstone da, Frank. Ah, okay, das erklärt das. Dann können wir das ja mal austauschen, wa? Weil Glowstone ist jetzt genug da. Zumindest für ein so ein Ding wieder. Na dann. Dann hauen sie rein. So, das heißt, Revuhr, wenn das aufhört zu ringen, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, richtig? Check. So, garstige Blöcke. Du bist so fertig. Frank, merkst du das jetzt erst? Was hast du gemacht? Hör auf jetzt! Machst du, bewirfst du ihn, oder? Was? Guck dir mal an, wie das hier aussieht. Das ist Fusch am Bau. Hat Maddy gemacht. Das ist Maddy. Nee, das sieht total toll aus, ehrlich. Ja, bei Fusch am, bei Fusch nein, am das, Bau. Das, wir hatten die ganze Zeit keinen, weißt du? Nein, das ist gar nicht gemeint. Nein, das sieht spektakulär aus. Warte mal kurz. Hat eine tiefere Bedeutung. Guck mal von oben. Ja, genau, das genau, Frank. Wenn du die Seite auch wegmachst, dann kommt es wieder gut. Machen. Warum nicht? Keine Axt von uns? Jetzt kannst du.
Nein, Philipp! Philipp ist doof! Bisschen? Oh. Oh, du hast dir da die Pestilenz angelacht. So ist das ja jetzt richtig, ne? Hm? Ja, genau. Windmühle. Warte, ich will mitmachen. Wir stellen uns alle rundherum und klappern. Eure Pestilenz. Jede kriegt eine Klapper in die Hand. Wunderschön. Oh Gott, der kriegt mir ja Augenkrebs, wenn man da genau drauf guckt die ganze Zeit. Ich hab mal ein Auge hingeworfen. Frank hat das Auge. Frank! Hack mich doch. Ah, fuck it! Diese Dreckstüren, Alter, ich könnte austicken. Nein, nein, das liegt nicht an Dreckstüren. Meine Gold, du hast versucht, da hast du die Diamantspitzhacke. Schau auf. Weißt du, ganz ehrlich, das liegt nicht an der Dreckstür, das liegt daran, weil du nebenbei essen und die Tür aufzumachen. Play your left. Mal hier zur Tür rein. Soll ich dir aufmachen? Hier, guck. Emma, her, komm her. Dreh um. Dann mach. Komm her. Hier, ich mach dir die Tür auf. Dann kannst du durchlaufen. Los, komm, ich geh nicht weg. Versprochen. Alte Mega-Zicke. Halt doch nicht du da außen rum, wie du möchtest. Warum gehst du nicht wieder rein? In die Reihe. Da bin ich reingehen. Zickig. Gegen deine Sachen. Du solltest sie vielleicht wiederholen, bevor sie weg sind. Schade um die Diamantsachen. Komm her hier. Du puderst dich gerade voll. Was für einen Einklang gesucht oder was? Ja, mal schaufeln. Mal schaufeln. Ja. Es regnet ja immer noch. Ekelhaft, ne? Kannst du nicht einfach mal aufhören? Kann ich immer zufällig gerade mal schlafen gehen? Das ist Maddys Auge. Das ist Maddys Auge. Achso, apropos, nein, das ist gar nicht. Das ist. Siehst du doch, das ist eine ihrer Silikonen. Und Nippel? Dann behalte ich ihn. Behalte ich ihn? Den behalte ich gleich an. Hey, schön. Spanner, langer Hansel, Nudel, dicke Dirn. Geh ich in den Garten, pflücke ich die Birn. Pflückest du die Großen? Oh. Willst du schon mal vorbereiten hier, das Tor in der Wand? Genau, jetzt abends. Alles ja. Erstmal macht das Loch rein, und wie das Tor aussehen soll, machen wir uns später Gedanken. Denke ich nämlich auch. Die Option, die es gibt hier. Übrigens habe ich erzählt, dass ich hier draußen unterwegs bin und spazieren bin mit Zombies. Kann jemand mal zum Tor hinkommen und mir es gleich aufmachen? Na klar, Medi. Ich komme doch sofort. Nee, Revo, du nicht. Kann jemand anders hinkommen? Ich bin warum schon unter dem Tor, keiner gehen. Ist der Emil jetzt sauer und redet jetzt nicht mehr? Also ein Zombie ist jetzt schon durch, aber du noch nicht. Bitte? Und so! Jetzt warst du auch noch, ja? Und wo sind jetzt bitte Zombies hier? Oh, die kommen entweder noch oder kommen nicht mehr. Ja, ja, schon klar. Wieder mal gucken. Alleine bist du rumgelaufen, alleine. Ich geh mal gucken. Bitte, ich warne euch, ich habe eine Diamantspitzhacke und ich werde sie in der Lava versenken. Aha, du hast also auch noch eine. Die kommen ja, klar. Macht auf jeden Fall Sinn, die immer mitzuführen. Ja, na klar. Ich hab's ja auch verzaubert. Besser wie einführen. Ich verliere die ja nicht dauernd.
Sag nur, der ganzen Tag regnet es jetzt. Ach, das glaube ich nicht. So, jetzt probiere ich mal noch was aus hier. So, ich brauche Stein. Da. Meinst du nicht, das ist ein bisschen zu dicht? Die Abstände hier? Ich weiß es nicht. Mehr Bananen? War so mehr gefühlt. Gefühlt, ich habe keinen Sand hier, sonst hätte ich es angemalt und geguckt, aber im Endeffekt ist es scheißegal. Ich meine, ja gut. Es sind halt 4 und hier sind 7. Ja, wie gesagt, das ist einfach so dahin geklatscht, weil ich keinen Sand hier hatte. Ich hatte keinen Bock zum Haupthaus zurückzulaufen. Wird das hier später zugemacht oder bleibt so wunderbar so? Da war offen. Erde drin. Das, ja. Nee, das muss zugemacht werden. Genau. Also es war kein Fisch, weil von damals noch die Mauer war von allen draußen. Ja. Erwischt haben wir. Ja, wenn du meinst. Trotzdem komme ich durch. Ja. Du musst ja nur noch hübsche Verkleidung ran. Ja. Ich habe mal die Türen ein bisschen umgebaut. Mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert mit reinkommen. Wie fern umgebaut? Also kommen wir einfach vor uns oder einfach auf den Hast Zombies? Du vorne auch Druckstellen auf der Vorderseite? Ja, genau. Oh nein. Aber jetzt müsste es einfacher sein. Ja, stimmt, es sind nämlich keine Türen mehr drin. Das geht nicht. Ja, weil die drin stehen, kann auch keine einsetzen, ey. Ja, das Teil steht hier. Ja, nee, nicht die Teile, die Knöpfe, ja. Ah, oh, was passiert hier? Hast du sie bestimmt nicht aufgehoben? Geh mal rüber. Zack. Auf. Kann man sich auch suchen, ob man oben oder unten links oder rechts drauf drückt. Da kann man nicht irgendwas konstruieren, dass man, wenn man einen Knopf drückt, alle beiden Türen aufgehen? Weiß ich nicht. Wäre doch viel besser. Aber so ist es einfacher, weil du da ja nicht in das Loch reinrutschen musst und naja. Ist einfach durch die Tür zu kommen. Ah, finde ich jedenfalls. Ich bin jetzt stolzer Besitzer von 2 Knöpfen. Alter. Sehr Glückwunsch. Was passiert eigentlich mit dem Keller eigentlich von alten Haupthaus eigentlich hier? Vielleicht immer noch dieses Viereck hier oder wie schneller gemacht eines Tages? Oder kommt ein Haus drauf? Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde dich zusammenbrechen. Oder so. Ja, werde ich unter dein Gewicht zusammenbrechen, richtig? Ja, genau. Ich wiege bis ein paar Kilo. Ich wiege mehr. Ja, trotzdem bin ich größer, also ich bin schneller auf dich drauf als du bei mir. Du bist ganz schön überzeugt von dir. Ich weiß. Was? Wie darfst du meinem Skin raus? Gerade hier auf Kante gegen rumstehe. Ich will dich beobachten, ob du auch arbeitest. Ja, ich geh jetzt davor begleichen, begradigen, rumbauen und. Trotz der vielen Zombies. Sind da viele? Weiß ich nicht. Bei theoretisch spawnen welche. Aber ich denke, das gucken wir einfach morgen. Für heute machen wir erstmal Feierabend. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.